Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Und wir befinden uns heute hier im neuen Garten, Teil 2 von Countdown Umbautag, der Weg zum neuen Garten. Heute, wir haben Montag, den 4. Oktober 2021, sitzen Niklas und ich im Garten, wir mähen den Rasen, wir planen alles, wir haben den Rasenmäher schon vom Tierheimgarten rübergeholt und ja, heute Folge Nummer 2 von Countdown Umbautag, der Weg zum neuen Garten. Viel Spaß dabei und los geht's. So, Tag 2, wir haben heute den 5. Oktober 2021. Heute ist Dienstag und Freitag beginnen wir wirklich mit dem Umbau, aber heute, ja, Arbeitshose, Arbeitsschuhe und jetzt geht's in den Garten. Jetzt geht's in den Garten. Ja, unser Schild, das ist hier quasi schon abgebaut und die Tage, da werden wir jetzt auch noch hier die Gartenpumpe abbauen. Eingestöpselt ist sie schon lange nicht mehr. Man sieht, die sieht schon echt dreckig aus. Aber wir haben sie dieses Jahr auch wirklich wenig gebraucht, weil man sieht es hier an der Wiese immer grün. Es war dieses Jahr einfach verdammt nass. Ja, Urlaubstag 2. Ich habe insgesamt 2 Wochen Urlaub. Eine Woche vor dem Umbautag und eine Woche nach dem Umbautag. Wir haben uns vorgenommen, diese Woche schon möglichst viel zu tun. Der Niklas hat auch Urlaub. Und das gelingt uns schon ganz gut. Gestern haben wir die komplette Wiese im neuen Garten gemäht. Das hat 3 Stunden gedauert. Ja, und jetzt sind wir dabei, hier das letzte bisschen meinem Folientunnel rauszuholen. Was wir da machen, das zeige ich euch jetzt. Also, hier, da seht ihr, ist der Weg noch drin. Die Steine, die werden wir mitnehmen, auch die Platten, aber der Kies, der bleibt hier. Und hier werden wir jetzt noch rundherum, werden wir noch die Blumenzwiebeln rausholen und natürlich auch die Folie, die wir bisher eigentlich nur abgeschnitten haben, die kommt jetzt quasi noch raus. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich natürlich auch noch einmal bei allen bedanken, die gespendet haben. Wir haben hier 240,70 € für den Radlader, also einmal die Mietkosten und den Sprit. Dann haben wir 60 € für 3 Stunden die Agria, die Fräse. Und 150 € haben wir für die Verpflegung. Wir machen ja ein großes Frühstück. Und wir werden abends auch grillen, da werden wir natürlich einiges für kaufen. Getränke ist natürlich für alle, die dann an dem Tag helfen, kostenfrei dabei. Und ja, wir machen auch, ich habe das hier gerade mal so provisorisch gemacht, wir überlegen uns ja wahrscheinlich noch was Besseres. Ja, wir haben hier diese coolen VIP-Bänder, damit die beim Tierheim und bei dem neuen Garten auch alle wissen, dass ihr dazugehört, gibt es für alle Teilnehmer so ein schönes VIP-Umhängebändchen. Hier mal meine Kameratechnik, habt ihr auch lange nicht mehr gesehen. Ich habe einmal eine Drohne, eine DJI. Dann habe ich jetzt gerade so einen DJI Selfie Stick. Das ist der DJI Pocket 2. Damit kann ich ja coole Aufnahmen machen. Hier die große Spiegelreflexkamera und natürlich die GoPro. Das wollte ich euch einmal jetzt zwischendurch mal zeigen. Das ist mein Kamera-Equipment, mit dem ich gerade filme. Mit der Kamera wird jemand am Umbautag filmen. Die Kamera werden Niklas und ich immer dabei haben und auch diese Selfie-Kamera, damit nehmen wir euch mit. Und ja, wir werden auf jeden Fall beim Umbautag auch sehr viel filmen. So, und von dieser kleinen Unterbrechung, Dankeschön auf jeden Fall für diese Spenden, geht's jetzt zurück in den Garten und ja, weiter geht's. Ja, und was ihr hier hinter mir seht, das sind die Obstbäume. Da haben wir noch eine ganze Menge, die nächsten Tage raus müssen. Da im Hintergrund, da liegt auch schon der Folientunnel und jetzt sind wir hier dabei, das letzte Stück Folie rauszuholen. Einiges an Blumenzwiebeln sind noch bei rumgekommen. Ich zeige euch da gleich mal eine Gesamtübersicht von den Blumenzwiebeln, die wir heute noch rausgeholt haben. Gerade spielt sich über uns was total Spannendes ab. Wir sind hier gerade dabei, ja, die Folie rauszuholen. Und direkt über uns kreist die ganze Zeit ein Flugzeug, was von 3 kleinen Jets begleitet wird, die direkt dahinter fliegen. Wir haben uns das jetzt hier mal in so einer App angeguckt. Und das Flugzeug hier ist schon ein paar Runden die ganze Zeit über uns am Kreisen. Wenn ich es gleich noch auf die Kamera bekomme, zeige ich euch es mal. Aber dieses Flugzeug, das hat hier bestimmt jetzt schon 8 Runden über uns gedreht. Tolles Muster auf jeden Fall. Aber jetzt geht's zurück an die Gartenarbeit. So, jetzt haben wir noch eine Hacke geholt. Dann müssen wir das Ganze, was wir aufgemacht haben, natürlich auch wieder zumachen. Bevor wir hier dann Freitag eh alles zerstören. Aber bis dahin wird der ganze Damm hier erstmal wieder zugezogen. So, jetzt zeige ich euch mal einen ganz besonderen Blick. Und zwar hier von unserer Gartenhütte den Blick auf den Garten.
Da vorne, da haben wir das Glasgewächshaus. Da schon mal der Folientunnel. Ja, und das waren mal die Beete. Hier unten, da liegen noch ein paar Sachen und das meiste, das stapeln wir gerade da hinten. Aber so sieht der Garten von oben aus. Nicht mehr viel da. Ich gehe jetzt hier mal wieder runter und dann beenden wir Folge Nummer 2 hier nochmal ganz ordentlich. Ja, und fast hätte ich vergessen, euch die finale Übersicht zu zeigen. Das sind zwar noch längst nicht alle. Mein Vater holt da hinten noch ein paar aus der Erde. Aber hier haben wir schon mal eine Kiste von letzte Woche. Da auch noch eine große Kiste voll mit Tulpen und Narzissen. Und hier haben wir jetzt auch noch mal sehr viele Frühlingsblühe rausgeholt. Dazu haben wir noch 500 € Kisten zu Hause stehen mit Blumenzwiebeln. Die kommen alle beim Umbautag in die Erde. Ja, Leute, und das soll es auch schon gewesen sein. Der kleine Zusammenschnitt von 2 Tagen Vorbereitung auf den Umbautag. Nochmal die herzliche Einladung, wenn ihr überlegt, vorbeizukommen, dann auf jeden Fall aber mit Anmeldung, weil wir müssen vorher planen können, wie viele Leute kommen, weil wir Essen besorgen fürs Grillen und alles. Wenn, dann bitte mit Anmeldung, nicht, dass hier viele stehen, die wir gar nicht auf den Schirm haben. Ja, und dann würde ich sagen, was ist von dieser Folge? Freitagabend kommt der finale 3. Teil. Oder ich sag mal Samstagmorgen, wenn wir beim Umbautag dabei sind. Samstagmorgen kommt der finale Teil, da seht ihr, was wir bis zum Umbautag geschafft haben. Und dann geht's weiter mit coolen Videos aus dem neuen Garten. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Dann gerne kostenlos unterm Video abonnieren, dann verpasst ihr nicht, wie das hier weitergeht, wie wir den neuen Garten aufbauen. Bis demnächst, alles Gute, Daumen nach oben geben und ciao.